auf der Arbeit, hat er keine Stelle, wo er betet, ist noch ein bisschen neu im Islam. Mhm. Und es gibt nur ein Badezimmer oder wo es Dusche gibt und wo man sich umzieht. Na. Er sagt, es ist alles sauber, es gibt ein Waschbecken und eine Dusche, aber keine Toilette. Mhm. Darf er dort beten? Darf man in einer Art Toilette beten? Ist das erlaubt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, die gesamte Erde zur Gebetsstätte gemacht, außer zwei Sachen. Was sind die zwei Sachen? Bitte? Friedhof und Toilette. So, aber was ist jetzt eine Toilette? Das ist jetzt die Frage. Wir haben im Arabischen einen Begriff, der heißt Baytul Khala. Baytul Khala ist ein Abort, wo nur das Geschäft gemacht wird. Aber wir haben auch heutzutage Waschräume, die gelten nicht als Toiletten. Und wenn dort keine Najasa vorzufinden ist und er hat die Möglichkeit, Alhamdulillah, wenn er keine andere Möglichkeit hat, dann kann er dort sein Gebet verrichten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für eure Geduld belohnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen heute den Lohn schreiben. Wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nee. Kein kurz und kein lang.